Willkommen zum dazugehörigen Tagesordnung, der eingereicht worden ist, auch von der Fraktion Freie Wähler. Und da darf ich fragen, ob noch mal die Einbringung des Antrages gewünscht wird. Herr Genschmer, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aktuelle Stunde sowie unseren Antrag hätten wir uns ersparen können, wenn der Stadtrat, und ich sehe, wir haben hier sehr viele Fachleute unter uns sitzen, wenn dieser Stadtrat die vor einem Jahr beschlossene Bürgerbeteiligungssatzung leben würde. In dieser steht im Zweck der Bürgerbeteiligungssatzung, Zweck der Satzung ist es, rechtzeitig Informationen der Einwohnerinnen und Einwohner über Vorhaben zukommen zu lassen. Und wenn wir diese Satzung leben würden, wäre unsere Aktuelle Stunde sowie unser Antrag überflüssig. Und um es dir deutlich zu sagen, und so haben wir es auch alle Stadtratskollegen, waren bei den Stadtbezirksbeiratssitzungen, wo wir unseren Antrag vorgestellt haben. Und Sie sehen ja, dass der Antrag jetzt über ein Jahr alt ist, weil wir wollten, dass die Bürger auch in den kleinteiligen Stadtbezirksbeiräten über diesen Antrag reden. Will ich noch mal klar sagen, wir sind nicht gegen 5G, nicht für 5G, wir sind für Beteiligung der Bürger. Herr Lichti, ich habe mir Ihren Beitrag zur Bürgerbeteiligungssatzung im Heft Allgemeine Alternative Kommunalpolitik, Heft 2 2019, angeguckt. Wenn Sie diesen Antrag oder dieses Schreiben, was Sie dort verfasst haben, nehmen, müssten Sie eigentlich unseren Antrag mit vollster Zufriedenheit zustimmen. Uns geht es hier nicht um negative Auswirkungen von 5G, die können wir vier Stadträte sind eben nicht Fachleute zu Wellen, zu Strahlungen, sondern wir wissen, dass es in der Bevölkerung Ängste gibt. Wer regelmäßig Nachrichten, Informationssendungen mitbekommt, merkt, dass es bei Mobilfunk, bei 5G verschiedenste Meinungen gibt. Und diese Bürgerbeteiligungssatzung ist entwickelt worden, damit wir mit den Bürgern kommunizieren. Und ich verstehe nicht, warum wir 70 Stadträte eine Satzung entwickeln, kämpfen. Herr Lichtig, Sie schreiben noch, oder Sie haben gemutmaßt, dass dieser Satzung, die ja von Grünen, Linken und SPD entwickelt wurde, dass die damals nicht die Mehrheit findet, weil die vier Stadträte sie ja dann verlassen haben und sie die Mehrheit im Rat verloren haben. Dank dieser vier ist diese Satzung dann beschlossen worden und wir sollten dankbar sein. Wir sollten uns nicht bloß Feigenblätter vorhalten und sagen, wir haben eine Bürgerbeteiligungssatzung und pfeifen dann drauf, wenn neue Dinge, die in der Bevölkerung diskutiert werden, einfach so durchgewunken werden. Der Vorredner, dem ich aus meiner Sicht als einzigsten ein tiefgründiges Fachwissen zugestehe, hat eigentlich eine Rede gehalten, die für Bürgerbeteiligungsveranstaltungen ideal wäre, wo Fragen gestellt wären. Ich möchte nicht von Bürgern Fragen zu 5G behandelt oder dargeboten bekommen, die ich dann behandelt werde. Da möchte ich von der Stadt Fachleute sehen, die den Bürgern die Ängste nehmen. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo 15 Fachleute 17 Meinungen haben. Gucken Sie sich Corona an, gucken Sie sich dort ärztliche Meinungen an. Da wird gesagt, Masken bringen gar nichts und auf einmal rennt ganz Deutschland mit Masken rum. Also diese Meinung, und das führt dazu, dass Unsicherheit in der Bevölkerung besteht. Und wenn hier ein Rat von 70 Leuten einfach sagt, wir beziehen das mal durch, der Bürgermeister sagt, wir machen Dresden als Musterstadt, was ich prinzipiell absolut vollkommen in Unterzug, ich sehe auch Chancen darin. Aber wenn man dann wieder Nachrichten hört, dass Brüssel, Gent sich zurückziehen und sagen, wir haben Bedenken, dann entstehen in der Bevölkerung ganz normal auch Leute, die Ängste haben. Einige sprechen dann von Aluhüten, aber die Aluhüte nimmst du ab, wenn du mit den Leuten redest. Und wer unseren Antrag noch mal sieht, da steht nichts gegen 5G, sondern es stehen drei Punkte drin, wo wir Bürger informieren wollen. Und wir wollen am Ende einen Bürgerentscheid durchführen. Das hat der grüne Kollege gesagt, das kostet viel Geld. Wir haben damals in allen
Stadtbezirksbeiratsveranstaltung gesprochen, haben gesagt, das kann man sehr gut mit der Bürgermeisterwahl 2022 verbinden, wo keine Kosten entstehen. Man kann es auch komplizierter machen. Lassen Sie uns die Bürgerbeteiligungssatzen leben, mit Leben erfüllen und nicht nur ein Feigenblatt. Irgendjemand hat es vor uns, oder die Susanne hat es gesagt, dass am Ende der Bürgermeister berichten wird über die Bürgerbeteiligungssatzung und sie ist nie einmal angewandt worden. Aus diesem Grund lassen Sie uns die Chance nutzen, für 5G zu werben, aber dies dem Bürger zu vermitteln und der Bürger dann die Chancen und Risiken abwägen kann und vielleicht dann dieser neuen Technologie ganz anders aufgeschlossen gegenübersteht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir hatten ja vorhin schon mal eine grundsätzliche Diskussion zu diesem Thema geführt in der Aktuellen Stunde. Wird dennoch noch mal das Wort gewünscht jetzt in der Diskussion. Frau Bischofberger und dann Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich denke, es sind viele dabei, die die Petition gegen die Einführung von 5G unterschrieben haben. Und Ihnen möchte ich jetzt zuerst versichern, auch wenn die Petition nicht im Petitionsausschuss angekommen ist, haben wir sie wahrgenommen und haben darüber uns ausgetauscht. Sehr geehrte Frau Dagen und Herr Genschmar, ich freue mich total, dass Sie die Arbeit von Herrn Lichti so zu schätzen wissen, weil die Ehre gebührt ihm wirklich. Und ich komme gleich dazu. Und genauso natürlich wie der Mitarbeit der SPD und den Linken, das will ich tatsächlich auch nicht zurückhalten. Genau, aber die die Informationspflicht auf der Webseite ist ja Herr Hilbert schon nachgekommen und er hat auch schon eine Veranstaltung gemacht. Und jetzt, die Bürgerbeteiligungssatzung, die ist nicht für Herrn Hilbert geschrieben, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, um die Bürgerbeteiligungssatzung zu nutzen, bedarf es eines Antrags aus der Bürgerschaft mit bestimmten Quoren für Unterschriften. Also das ist das Thema. Wir brauchen einen Antrag aus der Bürgerschaft für eine Bürgerbeteiligungssatzung und dann kann die immer mehr zum Leben erweckt werden. So, ich spreche jetzt auch nicht zu 5G, sondern zu Ihrem Antrag auf Bürgerinformation und dem Bürgerentscheid. Wir haben Der federführende Ausschuss hat einen Beschluss getroffen, den wir hoffentlich heute auch bestätigen. Und zwar, wie schon Frau Sturm gesagt hat, zum einen soll auf der Webseite informiert werden über die Einführung der 5G-Technologie. Und dann ist auch noch zu erwähnen, dass wir einen zweiten Punkt reingenommen haben. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, auch bereits bekannte Studien und Untersuchungen, soweit sie aus öffentlichen Mitteln ganz oder teilweise finanziert wurden, zu Auswirkungen der Technologie auf die Seite zu stellen. Und genau die Betrachtung dieser Studien, die ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, war ein Wunsch, den ich in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema gehört habe und der jetzt in dem Punkt Berücksichtigung finden soll. Ich hoffe, dass wir mit der Veröffentlichung dieser Studien zu einer ausgewogenen Information und Debatte beitragen können. Und mir ist auch wichtig, auch in Richtung der Petenten und Petentinnen zu sagen, dass der Beschluss, den wir heute hoffentlich fällen, dieser Beschlusstext, der ist so oder in ähnlicher Weise in einer großen Zahl der Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und in den Gremien des Stadtrates so bestätigt worden. Das heißt, dieser Vorschlag steht tatsächlich auf breiten Füßen. Warum haben wir diesen Ersetzungsantrag vorgenommen? Zum einen konkretisieren wir den Wunsch nach Information, nämlich zu einer genauen Information. Und zum anderen
weil die Mittel im städtischen Haushalt einfach mal begrenzt sind. Und nach dem Antrag der Freien Wähler hätte die Stadt allein 25 öffentliche Veranstaltungen nur zu diesem einen Thema in ganz Dresden durchführen müssen. Und dazu gab es ja noch eine längere Liste an Forderungen. Der Antrag der Freien Wähler hätte einen sehr hohen Anteil an finanziellen und personellen Ressourcen für Bürgerbeteiligung verbraucht. Das fehlt dann natürlich an anderen Beteiligungsprozessen. Aus diesem Grund werbe ich, lassen Sie uns möglichst viele Projekte mit möglichst viel Bürgerbeteiligung voranbringen. Abschließend möchte ich auch sagen, ich persönlich habe keine Begeisterung für 5G-Masten und trotzdem, für uns Grüne steht der Erhalt des Lebens auf unserer Erde an erster Stelle. Klimaschutz hat für uns oberste Priorität und wenn neue Technologien dem Klimaschutz dienen, begrüßen wir deren Nutzung. Und trotzdem, wir werden neue Technologien, die noch nicht ausreichend erforscht sind, immer kritisch auf ihre Nachhaltigkeit hinterfragen. Danke. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream. Wenn man bei dem Thema 5G, wenn man sich mal ablenken möchte, kann man bei YouTube einfach 5G eingeben und je nachdem, wie der Algorithmus das aussucht, landet man entweder dabei, dass 5G Corona macht, dass es eine Kriegswaffe ist, dass wir im Gehirn manipuliert werden. Und immer wieder wird gesagt, es ist eine riesige Gefahr. So, und dann kommt das mit den Strahlen und so weiter und so fort und alle fühlen sich schlecht. Es ist hier genauso, und Herr Schlick hat es schon gesagt, man muss einmal die Seite betrachten, wie ist das technisch, und es ist keine ionisierende Strahlung, ich bin ja Physiker. Komischerweise das einzige Argument, was mir einfällt, was sozusagen für 5G-Skepsis taugen könnte, wird nie gesagt, habe ich nie irgendwo gefunden. Es könnte natürlich sein, dass irgendeine Resonanzfrequenz von irgendeinem Molekül genauso ist wie die Wellen von 5G und dass dann also biologisch, chemisch was kaputt geht. Das habe ich aber nicht studiert, von daher kann ich dazu nichts sagen. Aber generell haben wir hier natürlich den Vorgang wie bei jeder neuen Technologie. Als die Eisenbahn eingeführt wurde, hat man lange, lange diskutiert, können Menschen überhaupt Geschwindigkeiten über 30 Kilometer aushalten, werden wir da nicht alle krank? Und dann wurde es zum Motor der Entwicklung. Die Menschen sind in der ganzen Welt rumgefahren, es war das Symbol des Fortschritts. Und heute würden wir sagen, naja, so eine tolle Idee, die ganze Kohle zu verbrennen, war vielleicht auch nicht. Und das mit dem schwarzen Schnee im Winter, das war auch nicht schön. Also Technologien entwickeln sich und man muss sie natürlich begleiten. Ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass mit 5G die Probleme, die wir jetzt schon haben, eventuell noch viel, viel größer werden. Und wenn wir nicht aufpassen, ist 5G wirklich eine Gefahr, eine Orwellsche Gefahr. Die bedarf aber nicht einer Diskussion in einem Stadtbezirksbeirat oder Stadtrat, die bedarf einer gesellschaftlichen Diskussion, mindestens auf Bundes-, wenn nicht sogar auf europäischer oder noch höherer Ebene. Stellen wir uns einmal nur ein mögliches Szenario vor, so wird die Zukunft nicht unbedingt sein, aber es ist möglich. Wir gehen in Richtung selbstfahrende Autos. Die armen kleinen Teslas heute, die versuchen selber herauszufinden, wo sie sind und wo sie langfahren. Richtig autonom fahrende Fahrzeuge wird es nur geben, wenn der gesamte Straßenraum bekannt ist und überwacht ist. Wenn jedes Auto weiß, das andere Auto ist so weit vor mir, das ist so weit hinter mir, da vorne ist ein kleines Kind, hier spielt jemand Fußball, dort wankt ein Betrunkener. Das bedeutet, die müssen auch Kameras haben, und deswegen auch diese kurzen Latenzen, damit man halt die
Informationen superschnell von einem Auto zum anderen übertragen kann. Wenn man sich jetzt Internet of Things noch dazu denkt oder all die ganzen Gadgets, die wir gerne haben, Armbänder, die unseren Puls messen, Brillen, die eine Kamera haben, wo wir dann aufgedisplayt kriegen, wen wir vor uns haben oder wo der Weg zur nächsten Toilette ist. Die Brille weiß, was das Armband sagt. Das Armband weiß, wo mein Zuhause ist und das Zuhause weiß, wo ich mich befinde. Die Frage ist hier, wem gehören diese Daten? Wer darf das auswerten? Wer hat Zugriff drauf? Werden sie kommerziell verwertet? Gehören sie dem Staat? Darf der Staat das dann an die Polizei weitergeben, an den Geheimdienst? Wenn schon ein Geheimdienst, dann doch bitte auch die Russen und die Amerikaner und die Chinesen, oder? Also das sind alles Fragen, das sind gesellschaftliche Fragen, die wir uns stellen müssen. Und natürlich, das merken wir ja jetzt schon, auf EU-Ebene wird gerade versucht, Verschlüsselungstechnologie auszuhebeln. Der Grund ist Kinderpornografie. Aber das hatten wir schon vorher und vorher und vorher. Und natürlich führt das dazu, dass dann auch E-Mails entschlüsselt werden und dass Kommunikation und Kontakte und Metadaten und Inhalte und so weiter und so fort. Das ist eine elementar wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Allerdings in der Gesellschaft, nicht in irgendeinem Townhall-Meeting. Da kann man es auch machen, aber es ist nicht unsere Aufgabe als Stadtrat, das zu koordinieren. Das müsste eigentlich Ihre Bundesparteien müssen dazu einen Standpunkt haben und das in die Bevölkerung kommunizieren und aus der Bevölkerung aufnehmen. Diese Gesundheitsdiskussion ist in meinen Augen einfach nur ein Ablenken von den wirklichen Fragen, genauso wie die Maske bei Corona auch ein Ablenken ist von den wirklich wichtigen Fragen, wie helfen wir der Wirtschaft, wie helfen wir im Sozialbereich, wie helfen wir den Schülern. So, und ich bitte Sie, lassen Sie die 5G-Diskussion weitaus breiter führen. Dankeschön. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Ja, hab ich gesehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das gleich kombinieren mit der Wortmeldung von Herrn Genschmann, nämlich als Schlusswort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal ganz kurz. Frau Bischofsberger, Sie haben vollkommen recht. Sie haben gesagt, in der Bürgerbeteiligungssatzung haben die Bürger die Möglichkeit, wenn sie für Angelegenheit, die gesamtstädtisch sind, 2500 Unterschriften zu sammeln. Die Petenten haben 4500 Unterschriften gesammelt. Die sind schon so weit. Nutzen Sie es doch. Und gleichzeitig steht in der Bürgerbeteiligungssatzung, dass die Chance auch vom Stadtrat besteht, dies zu tun. Und Sie sagten, dass die Kosten, die dann entstehen, doch für andere Prozesse, für welche denn? Wo beteiligen Sie denn den Bürger? Also mir ist nichts eingefallen. Wir wollen es hier bei dieser Thematik machen und da kann ich gleich zu Herrn Schulte-Wissermann kommen, der viel Richtiges aus unserer Sicht gesagt hat, das uns bewogen hat, diese Aktuelle Stunde zu führen und gleichzeitig diesen Antrag, weil vieles von dem, was er gesagt hat, sind die Ängste, die in der Bevölkerung latent im Raum schweben und die bei solchen Veranstaltungen entkräftet werden können, wo mit der Bürgerschaft in Diskussion getreten werden kann. Und das sollte unser Antrag. Der Antrag, da ging es nicht um gesundheitliche Folgen, um Strahlung oder um irgendwas zu verhindern, sondern es ging einzig und allein die Bürger bei der Einführung von 5G zu beteiligen. Und wir haben diese Beteiligung in drei Punkte gefasst und in dem Thema einen Bürgerentscheid unsere Informationen, wie wir es wollten, zur Bürgermeisterwahl, damit Kosten gespart werden. Das war unser Ansinn. Wie gesagt, wir als Freie Wähler stehen für Bürgerbeteiligung und nicht für die Klugheit von 70 Stadträten, die dann sagen, wir machen es, es ist eine Riesenchance. Herr Schulte-Wissermann, Braunkohle war auch gut, heute merkt man, das ist alles gar nicht so gesund gewesen. Also lassen Sie doch uns mit den Bürgern reden und dann abwägen, wie die Meinung von Wissenschaftlern und Ängsten von Bürgern sind und dann sozusagen möglichst eine breite Basis an Bürgern bei so einer neuen Technologie mitnehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen?
Stimmenthaltungen. Ja, keine Nein, 15 Enthaltungen, damit so beschlossen.